Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück bei Star Trek Online. Bitte schneiden Sie sich an, bringen Ihre Sitze dabei in eine aufrechte Position, klappen ganz wichtig die Tische nach oben und begrüßen mit mir Vizeadmiral Ruffy. Ja, hallihallo. Ja, wir sind frisch aus der letzten Mission gekommen, haben mein Schiff nochmal ein wenig überarbeitet. Es hat sich herausgestellt, dass es in der, bei den Waffen ja doch noch einiges zu verbessern und umzustecken gab. Wahrscheinlich habt ihr das auch alle gesehen, habt schon fleißig kommentiert. Ganz vielen lieben Dank dafür. Ich zeige euch das noch einmal ganz kurz hier im Inventar. Müssen wir uns nicht lange mit aufhalten. Ich habe halt komplett auf Phaser umgerüstet. Wir schauen jetzt natürlich mal, dass das hinhaut. Mein Schild ist noch nicht ganz so dolle. Da finden wir aber auch noch eine Lösung. Da klauen wir irgendwem was. Oder wir verprügeln irgendeinen Ferengi und durchsuchen ja, sein Schiff. Der hat dann bestimmt auch noch was über. Da wäre ich dabei. Ah. So, ja, wir haben... Da sind immer noch in der Mission Feinde an all den gewohnten Orten, haben jetzt einen Notruf bekommen und den nehmen wir jetzt einfach mal an, oder? Jo. Müssen ja hier unserem Kobali-Freund helfen. Ja, der Kobali-Captain hat nicht mal einen Namen, weißt du? Nee, aber das Schiff sind die Kobali, die, die irgendwie ihre Nachkommen aus den Toten... Ja, genau. Ja, das richtig. Sind die. Ah, Mensch, ah, siehst du, ja. Guck mal, ein bisschen was weiß ich ja auch. Das sind die. So, wir müssen zu dem Nasordin-System. Ja, bleibt standhaft, wir reisen, ne? Ja, ich suche noch gerade, wo es ist. Moment. So, folgen. So. Du musst einfach nur losfliegen, ich bin auf Folgen. Du machst es dir wieder sehr einfach. Patrol, the Systems, bla bla bla. Mhm, ja. Natürlich noch ein System patrouillieren. Also wie gesagt, das ist ja unsere dritte Mission im Delta-Quadranten überhaupt und die zweite mit diesen Patrouillenflügen. Nee, die vierte, oder? Also wir hatten ja am Anfang die mit Tuvok und Harry. Ach ja, stimmt. Und dann hatten wir ja da mit Ja gut, seit wir hier wirklich unterwegs sind, ja. Aber das ist trotzdem jetzt dann schon die zweite dieser Art direkt hintereinander fast. Finde ich ein wenig schade. Ja, ja gut. Mal schauen, was noch so kommt an Missionen. Achso, dass der Ruffy jetzt gerade so wegfliegt, liegt immer daran, dass er das Spiel gehackt hat. Ja. Weil wir fliegen ja hier schon fast mit Warp 10. So, ich bin an der Sektorgrenze angekommen. Ich wechsle schon. Ich sehe schon, du bist weg. Ich fliege einfach stumpf weiter auf die Wand zu. Ja, ja. Genau. Ja, das wollten sie eigentlich auch, zumindest war es mal im Gespräch, die Sektorgrenzen eben verschwinden zu lassen. Ne? Aber hier steht auch schon wieder kein Name, ne? Ist auch schon wieder hier nur der Dateipfad, der da drin steht. Okay. Vielleicht ist das ja auch bloß bei mir so, nach dem komischen Patch, den ich zum Spielstart hatte. Ja, kann jetzt sein. Ja, weil als ich nämlich vorhin das Spiel gestartet habe, hat er versucht, einen, Patch von 2 GB runterzuladen. Wieso, weshalb, warum, weiß ich nicht. Er hat das auch nicht fertig geschafft. Hier mal auf den weißen Pfeil zu fliegen. Da ist nämlich irgendwo der Ruffy. Da hinten ist er. Ja, yeah, genau. Ja gut, bei 6 Lichtjahren. Obwohl, das wird gerade mehr. Obwohl, du bist wahrscheinlich auch schon gleich da, ne? Ich bin am System, ja. Ich hätte kurz überlegt, einen Transwarp anzumachen, aber für die 2 Meter lohnt sich das dann auch nicht. Nee, es sind jetzt noch 5, 4, also das passt. Ja. Gut. Kann man noch ein bisschen mein Schiff bewundern, die schöne Umgebung. Ja, ne? Und gut Ding will ja auch Weile haben, ne? Oder wie? Genau. Der Beste und Schönste kommt halt immer zuletzt. Ah, Moment, ich setz nochmal zurück. So. Ja, dürfen meine Zuschauer auch nochmal mein Schiff ein bisschen begutachten. Hier, ja, sehr shiny schön. And pretty, hier überall. Na? So, ah, da ist er ja. Cube ist auch endlich da. Der Wurschtbrot-Fan. So, steigen wir direkt ein, oder? Ins Nasordin-System. Ja, warte, ich will nur kurz an den Karren fliegen, so. So, also ich habe mal auf Enter gedrückt. Ja, ich bin auch einfach mal reingehüpft. Dann schauen wir doch mal, was uns hier erwartet, außer einem Standbildschirm. Oh, jetzt war übrigens Delta Rising bald wieder verfügbar. Yeah. Finde ich auch gut.
Sollten sie mal austauschen, diese Ladebildschirme. Ja. So, Polaroid. Oh, wir sind zu spät. Mhm. Schön, Sie zu sehen, Wurstbrot-Fan. Oh mein Gott. Das klingt einfach toll. Ja, also ich werde das Schiff dann auch nochmal umbenennen. Ah, ja, bitte. So, also wir sollen die verbliebenen Krobali-Überlebenden vor Vadvor-Attacken beschützen. Ja, und dann sehen wir ja auch gleich mal, ob das was gebracht hat mit den Waffen, die wir hier umgesteckt haben. Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir hier rumballern müssen. Ja, hundertprozentig. Also ich glaube, es gibt keine SEO-Mission, in der nicht mindestens einmal gefeuert wird. So, wieder das Übliche. Aber ich lasse alles runterbeamen. Ja, ja. Ah, da kommen doch auch schon ein paar Gegner. Sehr schön. Eieiei, Schilde gleich wieder unten, 50%. Also vom Level her passt es jetzt. Okay, und Schaden? Der Schaden liegt jetzt so bei 60 bis 80. Messen wir hier mal die Skills mit rein. Ja, okay, doch. Ja, passt. Ja, der Crit war gerade bei über 3000. Super. Und jetzt bin ich so bei 700 bis 1100 Schaden, das ist völlig okay. Also zumindest wesentlich mehr Output als ja eben schon. Ja, richtig. Ja, das war ja nichts mit, was hast du da, nee. 20 bis 30? 20, 30 Schaden, ja. Ja, wir haben jetzt übrigens auch das Level angeglichen, also der Ruffy fliegt jetzt auch mit Level 52 statt 54 hier rum. Da hat sich eine leichte Diskrepanz ergeben, weil er hier auch sich täglich eingeloggt hat und hier auch die Mission gemacht hat mit den Brückenoffizieren. Ich mache das immer nur, wenn wir hier gemeinsam spielen. Weil wenn ich hier mal alleine online sein sollte, dann spiele ich mit den Romulanern gerade. Dann habe ich angefangen. Und denk dann auch einfach nicht an sowas. Ja, du Schlitzohr, spielst einen Romulaner. Ja. So, also hier der nächste schon. Ich weiß nicht, ob das Fenster bei dir auch schon aufgegangen ist. Ja. Okay. Ja. Lebenserhaltungssysteme oder... Lebenserhaltungssysteme, oder? Ja. Dann kann sich die Crew um alles andere nämlich kümmern. Eben. Dann müssen wir nicht wieder alles machen. So, und auch wieder Gegner. Ja, also der Schaden ist jetzt bei 400 bis 900, 800. Also das ist schon... Erheblich. Meine Schilde sind halt total schnell runter, ne? Also weniger als 2 Sekunden und die Schilde sind down. Aber dafür ist der Schadensoutput jetzt doch wesentlich höher. Bei den Schilden findet sich auch was. Also ich habe jetzt bloß ein weißes Schild drin. Nee, ein grünes, ne? Ah, grün, ja. Ein grünes, aber halt auch kein dolles. Ja, ach, da werden wir bestimmt eine Mission noch finden, wo wir die ein Schild organisieren können. Und sonst muss man halt doch mal eins kaufen. Eben. Und wenn ein blaues reicht ja dann auch erstmal. Die sind ja auch ganz erschwinglich dann. Sehen wir ja. Ist ja erstmal schon mal ein Schritt wert, dass du jetzt auch mal Schaden machst. Ja. Und mithilfst, die Gegner zu blöcken und nicht nur ein bisschen, ich kitzel den mal ein bisschen an der Hülle. Anna, immerhin habe ich geile Farben abgeschossen, also komm. Ich habe immerhin dabei gut ausgesehen. Ja, also diese Regenbogen, wie soll ich sagen, diese Regenbogen-Schießerei, die du da hast. Oh, eine Polaron-Kanone kann ich ja gleich wieder vorne einbauen. Nein. Lass das bitte. So. Ja, an die Unwissen von euch, spezialisiert euch auf irgendwas. Packt nicht alles bunt durcheinander, das habe ich getan und wie ihr gesehen habt, das bringt an Schaden gleich null. Der Ruffy hat mir das erklärt. Solltet ihr dazu Fragen haben, ihr könnt sie gerne in den Kommentaren stellen. Wir beantworten euch die auch. Falls ich nicht weiter wissen sollte, ist halt auch der Ruffy da. Der kennt sich da ein bisschen besser aus als ich. Komm auch schon, ich gebe mal ein bisschen Gas hier. Entschuldige, dass ich so rumtrödel. Jo, macht nix. Ich bin heute nicht der Schnellste, aber dafür trinke ich jetzt einfach mal einen Schluck. Ja, Prösterchen. Ich klicke hier einfach schon mit dem beim nächsten.
Oh ja, hier ist auch schon... Oh, ein schweres Artilleriemesser. Ja, ich feuere auch schon drauf. Oh, meine Schilde gleich wieder weg, ne? Also da scheint auch so ein bisschen der Knackpunkt dran zu liegen. Weil ich kann mich dann auch gar nicht mehr so schnell wegdrehen. So. Ja gut, das kann ja an dem Traktorstrahl liegen, den wir hier gerne einsetzen. Mhm. Ja, guck mal, 3-4 Treffer und die Schilde sind runter auf einer Seite. Ich habe ja schon nichts mehr an Schild hier. Aber dafür platzen die Gegner schon mal wesentlich schneller. Das ist doch auch schon mal was. Eben. Und wenn die Gegner schneller kaputt sind, musst du ja auch kürzer leben. Ja. Also muss ich nicht ganz so lange durchhalten. Genau, so. Boah, ja. Ja, gerade von gesprochen, ne? Okay. Ja, aber es ist ein Schuss von denen trifft mich, die Schilde sind down. Und jetzt hatte ich gerade noch 8% oder so und das fällt natürlich nicht. Ja, naja, gut. Also da müssen wir nicht drüber reden. Da müssen wir jetzt ein bisschen weiter weg. Ja, also ich gebe Gas, aber ich bin ein bisschen weiter weg. Jo, macht nix. Schneller! Also du siehst ja meine Schilde. Ja. Ich wurde jetzt auch gerade von beiden beschossen, weil du nicht da warst. Das macht dem nichts aus. So, Mensch, der ist echt hartnäckig, dieses Schiff. Also. Ballern wir ja jetzt schon eine Weile drauf. Also da müssen unbedingt mal die Schilde weg, ne? Die halten echt... echt viel aus. Ah, so. Eigentlich. Da siehst du, ohne Schilde platzen die dann doch relativ schnell. Oh, eine Polaronstrahlenbank, die kann ich auch gleich umbauen. Haha. Also wenn du natürlich keinen Schaden machen willst, gerne, nur zu. Aber ich denke, dir ist es ja auch ganz lieb, dass die Gegner jetzt doch da ein bisschen schneller wegplatzen, ne? Ja, doch. Definitiv. So, wunderbar. Auch erledigt. Wo sind wir jetzt hin? Also übrigens nach vorne raus, da habe ich ja glaube ich... Warte mal, ich gucke nochmal schnell. Ja, fang dich aber schon mal an zu drehen, während du kommst. Also, vorne rum habe ich noch nicht ganz so viel Output. Also ich habe mit den Heckwaffen gerade wesentlich mehr Schaden. Das ist... Ja, und am allermeisten Schaden solltest du haben, wenn du seitlich stehst. Weil ja das sowieso, weil dann feuert ja alles, ja, ja. Genau, richtig. Ja, aber wenn ich jetzt so auf Gegner direkt zufliege, dann... ist das noch nicht so doll. So, bla 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 bla. Ah, müssen wir auch wieder runter beamen, okay. Das Schiff ist. Ne, müssen wir gar nicht. Also ich könnte jetzt meine Schilde ausdehnen, um die herauszubeamen? Um sie herauszubeamen, genau. Ja, aber dann müssen wir ja nicht runter beamen. Nein, wir müssen die Leute runter beamen. Ach so. Vom Schiff. Ja, oder wir können halt auch ein Außenteam runterbringen, ne? Ja, oder sammeln sich alle im Frachtraum? Ach, die sollen in den Frachtraum gerannt kommen und dann können wir sie alle auf einmal rüber beamen, oder? Ja, habe ich angeklickt jetzt. Massenbeamen. Transporting. Oh, und wer hätte es gedacht? Es beamen Gegner herein. Nein. Unvorhersehbar. Ja. Und wer hätte es gedacht? Meine Schilde sind weg. Oh. Das war wirklich unvorhersehbar. Ja. Überraschung. Surprise. So. Ja gut, die sind aber jetzt schnell passé gewesen. Aber ich, guck mal, ich bin schon wieder auf 63% runtergeschossen worden, ne? Ja, Wahnsinn. Und ich bin ja sofort weggeflogen, als sie da waren. Und mehr als Vollgas geben kann ich in dem Moment ja leider auch nicht.
So, hier unten ist noch so eine Wolke, die liegt auf dem Weg, die nimmst du noch mit, oder? Ja, klar. Ich habe jetzt in den letzten Folgen, ich bin da etwas nachlässig geworden, muss ich ja gestehen, ne? Weil ich habe die Taschen voll mit dem Zeug, aber ich habe noch nicht einmal was gebaut. Da muss ich mich dann auch mal mit auseinandersetzen. Ich muss ja vielleicht auch näher ran, so. So schnell mit den Tastenkombinationen hier aufpassen. Ja, das sehr schwierige Minispiel. Ja. So, hoho. Ja, wenn wir jetzt hier so rumfliegen, übrigens mal ganz liebe Grüße an den Mr. Schrotti, mit dem konnte ich mich bisher ganz nett unterhalten. Ah, dein fleißiger Kommentierer, ja. Genau. Er hat jetzt ja selbst auch schon STU angespielt, wurde so ein bisschen von uns mit angefixt, aber er hat es auch schon alleine gespielt. Durfte ich mir auch schon ein Video bei ihm auf dem Kanal mit angucken. Ah, okay, das habe ich noch nicht gesehen. Ja, ist halt so ein kleiner Einblick in eine Mission am Anfang, ne? Wie man in den Delta-Quadranten kommt. Okay. So. So, ja, letztes Schiff, denke ich. Genau, Navigationspunkt Gamma. Benutzen Sie auch die Frachttransporter, ne? Ja. Ich glaube, da kann man eh nicht wirklich was falsch klicken. Ich glaube, retten tut man sie immer. Jetzt nochmal die Mannschaftstransporter. Und trotzdem sagt sie das Gleiche. Oh nein, oh nein. Oh, es kommen Gegner rein. Und immerhin ist auch wieder so ein Angriffskreuzer dabei, ne? Ja. Aber der geht eigentlich auch, ne? Also ist ja schon zur Hälfte. Ja. Ja, wenn die Schilde erstmal runter sind, sind auch die dicksten Gegner gar nicht mehr so dolle. Also weil die Hülle ist wirklich jetzt nicht wesentlich stabiler als bei anderen Schiffen. Da gibt es ja auch jetzt hier bei der Föderation eigentlich nur marginale Unterschiede, finde ich. Wenn man sich jetzt mal so die verschiedenen Schiffstypen anguckt und dann die Hüllenstärke. Also das nimmt sich ja alles nicht so viel. Ja, also der Sprung von einem Kreuzer auf eine Eskorte ist mitunter doch schon. Ja, es sind dann 10.000 Punkte. Also fand ich jetzt nicht so doll. Ja, also bei 50.000 Punkten insgesamt ist das ein Fünftel. Ja. So. Ja, dann treffen wir uns mit denen noch bei denen zum Transport. Genau, dreh mal deinen Pot da um. Ja, ich wollte eigentlich ein Looping machen. Nee, das geht hier leider nicht. Ja, ich probiere das jedes Mal. Jedes Mal, wenn ich spiele, ne, und ich fliege hier so durch die Gegend, dann versuche ich immer ein Looping zu machen und dann denke ich, ach ja, geht ja nicht. Ja, das, ich weiß gar nicht, was die Begründung damals war, dass es eben keinen wirklichen 3D, ja, Raumkampf gibt. Ich glaube, da war auch im Gespräch, das würde die Leute zu arg verwirren, bla bla bla. Na, wenn dann die Sachen auf dem Kopf stehen irgendwie. Ja, aber das gehört sich für den Weltraum ja nun mal so. Also eigentlich schon, wobei jetzt auch in den Folgen die Raumschiffe ja immer auf der richtigen Seite waren. Nein, es gibt zwei Folgen von Das nächste Jahrhundert. Da treffen die Schiffe auch wirklich so willkürlich aufeinander. Ah, okay, da kann ich mich dann nicht mehr dran erinnern. Genau, da trifft die Enterprise einmal auf einen romulanischen Warbird. Und was ist denn das andere Schiff gewesen? Auch ein Föderationsschiff auf jeden Fall. So, warte, jetzt muss ich hier erstmal kurz bremsen, damit ich auch die gerettete Crew beamen kann. Ja, auf jeden Fall auch ein Föderationsschiff. Da weiß ich jetzt aber nicht, welches sie getroffen haben. Und die haben sich auch komplett ineinander verdreht getroffen. Da kam das andere Schiff von oben angeflogen. Okay. Fand ich irgendwie ganz cool gemacht. So. Ach, das war schon. Ah, ja, ja. Okay, die Überlebenden sind drüben. Ja, ja, wir sollten die ja rüberbeamen. Das habe ich jetzt einfach getan. Okay, ja, ich dachte, da kommt jetzt vielleicht noch so zum Abschluss noch die Mörderwelle an Schlachtschiffen. Aber ja, wir verlassen jetzt das System.
Genau. Also wir beeilen uns am besten mit dem System verlassen, weil falls jetzt wirklich noch eine Welle kommen sollte, müssen wir die nicht mehr mitmachen. Genau. Dürfen sich die Kobali selbst drum kümmern. Genau. Und tschüss. Naja, unsere Einsatzzeit ist für heute ja eh schon wieder erreicht, also... Ja, ach, ich finde das nicht schlimm, wenn wir mal ein bisschen drüber sind. Dafür haben wir die letzten Folgen halt immer ein bisschen kürzer gehabt, ne? Richtig. Also da muss man auch mal 5er gerade sein lassen können. Aber das müssen die Kobali ja nicht wissen. Nee. Genau, wissen sie ja auch nicht. Wir haben es ja erst gesagt, als wir schon aus dem System raus waren. Richtig. Gut, ja, wieder ein kleines Markenpäckchen und Mission erfolgreich abgeschlossen. Diesmal auch die ganze Missionsreihe. Ja, sehr schön. Müssen wir bloß 3 Folgen umbenennen. Genau, was für ein Glück. für euch, die erst gerade schaut, bei euch steht zwar Folge 4/4, das war vorher allerdings nicht so. Wir waren uns nicht ganz sicher, ob es 2, 3 oder 4 Folgen werden. Und haben einfach mal ins Blaue geraten. Genau, und wir lagen beide daneben. So wie dazu. Immer. Genau, bevor wir jetzt aber hier weiter nur noch Blödsinn schnacken und nichts mehr vom Spiel zeigen, würde ich sagen, verabschieden wir uns an dieser Stelle. Hoffen, ihr hattet viel Spaß mit uns. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder rein. Wenn die 2 Noobs hier durch den Delta-Quadranten fliegen. Also zumindest der eine, also ich. Ich wollte gerade sagen, wen nehmen wir denn mit beim nächsten Mal? Ja, schauen wir, vielleicht gibt es da ja auch mal jemanden, der mit uns mitfliegen möchte. Ja, wäre eine Idee. Ja. Wie gesagt, bis dahin, gehabt euch wohl. Tschüss. Jo, lebt lange und in Frieden. Bis zur nächsten Folge.